Morgen miteinander. Hallo zusammen. Heute Morgen windet es ein bisschen. Es ist schön sonnig, es ist so ein bisschen bewölkt mit blauem Himmel und Sonne und der Wind. Jetzt haben wir vorher so ein bisschen ambitiös alle Jacken ausgezogen, die wir haben. Und genau dann sind die Wolken vor die Sonne gekommen und dann hat es angefangen zu frösteln. Aber jetzt ist es okay, jetzt ist es richtig angenehm. Besser jetzt, ja, der Wind lässt langsam ein bisschen an. Die Landschaften sind wunderschön. Ja, wirklich wunderschön, ja, wirklich sehr, sehr schön. Das ist Dings, die Lassi, oder wie sagt man dem? Die, also die Traubenernte, die ist im vollen Gang, sie sind überall Trauben am Schneiden. Ja. Die restlichen Felder sind bereits schon alle abgeerntet. Mhm. Und ich liebe das einfach, wenn du die Muster in der Landschaft siehst. Das ist mit der Sonne, mit dem schönen Licht, mit dem blauen Himmel. Das ist wunderschön. Es ist so ein bisschen silbriges Grün, gemischt mit so roter Erde. Es ist richtig schön, ja. So die Erdfarbe. Mhm. Ja. Vorher haben wir noch zu Morgen gegessen in Asfora. Asfora? Asfora, ja. Das war fein. Unser Ziel heute? Ja, darfst du es sagen, ja. Santo Domingo de la Calzada. Ja, richtig, richtig. Ja. Von den Leuten her hat extrem viele Pilger gegeben. Also, jetzt rein der Abschnitt, wenn man da 10 Minuten wartet, dann sind es sicher etwa 30 bis 40 Pilger, die da vorbei pilgern, laufen. Mhm. Also es hat extrem viele. Ich dachte, das sind es weniger, aber ja. Es ist eben, wir sind vor zwischen den Etappen drin gewesen und jetzt sind wir voll in diesen Etappen drin. Mhm. Und da merkt man schon massiv den Unterschied. Mhm. Aber es ist okay. Mhm. Also, gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Hopp, 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 hopp. Schön. So, wir sind in unserem Hostel in Santo Domingo de la Calzada angekommen.
alles sehr modern. Wir sind vorne von einem jungen Mann herzlich empfangen worden. An der Rezeption haben wir alles erledigt. Es ist mein Gemeinschaftsbad, hier haben wir die Dusche für den Stock. Und hier noch zwei WC. Und da können wir auch hier am Spiegel grüßen miteinander. Es sind 5 Wohneinheiten bzw. 5 Zimmer. Hier ist unser Zimmer. Das ist Melanie. Ich weiß nicht, ob Sie bereits schon kennen. Es ist ein sehr kleines, aber sehr schönes Zimmer. Klein, aber fein. Das ist unsere Gefängniszelle. Nein. Ich sehe, hier hat es sogar noch ein Brünneli. Und sauber ist es auch. Also wow. Und hier oben hat es sogar noch einen Fernseher. Das Ganze für nicht einmal 38 Euro. Also ein super Preis. Und hier schauen wir in die erste Wand an. Zum Glück ist es Wochenende, sonst wäre sicher Rampa Zamba da unten. Aber wie gefällt es Ihnen? Ja, bis jetzt ist gut. Ade miteinander. Tada. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Wir sind an unserer Destination von heute angekommen. Wir sind ein bisschen durch die Stadt durchgelaufen. Es ist eine sehr hübsche Stadt, sehr viele historische Gebäude. Wir haben unsere Unterkunft bezogen, sind getuscht und jetzt sind wir ein am Auskundschaften und sind wieder mal nach etwas Essbarem umsuchen. Ja, wir sind auf dem Hauptplatz von Santo Domingo de la Calzada, sehr schön mit einem alten Gebäude vor uns. Plaza de España. España, España. Mhm. Der Weg heute? Der Weg heute war sehr schön, sehr abwechslungsreich. Wunderschöne Rotbrunntöne gemischt mit Silbergrün. Das haben wir gerade heute Morgen schon erzählt. Aber auch sehr viele Pilger momentan. Extrem also. Viele Pilger. Wir haben auch die Liechtensteinerin mit ihren Kollegen wieder gesehen. Wir sind am gleichen Ort zum Mittagessen. Sehr feine Sandwich übrigens. Oh ja. Sehr alles frisch, also sehr knackiger Salat mit Tomaten. Oh, Wohltat. Ja, der Kaffee war auch Hammer. Ich glaube, ein brasilianisches Restaurant. Ich weiss nicht, aber es war mega fein. Es war eine super Pause. Ja, wirklich. Aber noch kurz zur Unterkunft, würde ich gleich noch schon erwähnen. Wir sind angekommen, hat alles sauber ausgesehen. Ich habe ein Video gemacht dort. Super Preis. Wir haben dann das Zimmer untersucht und dann ja, ist das grosse Erwachen gekommen. Es sind diverse Bettwanzen umeinander gelegen. Mhm. Also mir ist jetzt noch schlecht, weil ich vertrage es einfach nicht mehr. Mich schießt das Thema langsam echt an. Weil wenn du so heftige Reaktionen hast und ja, dann dreht es dir einfach den Magen um, wenn die Viecher siehst. Du bist dann nachher zu der Rezeption runter. Ja, genau. Ich bin runtergegangen und habe ihm ganz diskret gesagt, er sollte schnell schauen, im Zimmer möchte mir etwas zeigen. Er ist dann raufgekommen, habe ich ihm die Bettwanzen gezeigt. Und er hat dann die ganz fette, die am Boden auf dem Rücken gelegen ist und mit den Beinen so gezabbelt hat. Ja. Die hat er mit dem Daumen schnell verdrückt. Es hat dann auch einen Schlierke gegeben, oder? Weil eben, die sind ja noch von der gestrigen Nacht vollgesogen gewesen. Oh ja. Und ja, er hat dann gesagt, er habe noch das Zimmer frei und er will uns das geben. Und eben, es sei für ihn ein riesen Scheissdreck, weil die Leute brechen die und er hat dann den Scheissdreck. Aber er hat souverän reagiert. Er hat super reagiert und wir haben ein anderes Zimmer bekommen. Superkeit in diesem Zimmer lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber es hat wenigstens keine Spuren. Ja. Das ist gut. Bitte will ich auch irgendwie im Rating keinen Abzug machen. Also von dem her, man kann darüber reden. Es ist eine Lösung gefunden worden und jetzt ist ein Flüge, da geht weg da. Ja, aber eben für mich früher oder später unter Umständen ein Grund, ein persönlicher Grund, dass ich sagen muss, ich mag nicht mehr die Bettwanzer. Das ist einfach das scheiß Thema. Entschuldigung. Ja, kannst du nichts machen dagegen. Eben, was wäre jetzt gewesen, wenn er kein zusätzliches Bett gehabt hätte? Weil da innen ist alles ausgebucht, oder? Ja. Wir haben extrem Schwein gehabt. Gut. Ja, jetzt können wir Essen finden. Nicht suchen, wir wollen es finden. Ja, und ein Glas Wein roter, damit mein Magen wieder ein bisschen zur Vernunft kommt. Übrigens, ganz kurz und schnell, die Kathedrale gehen wir nicht anschauen. Erstens kostet es Geld, das ist okay. Aber das mit den Hühnern, das unterstützen wir nicht unbedingt. Ja, sie haben zwei Hühner eingesperrt in einem sehr kleinen Käfig. Ja, Geschichte könnt ihr selber nachlesen, was es genau geht. Ja, muss nicht sein. Könnt ihr selber mal anschauen, wenn ihr Lust seid.
das anschauen möchtet. Gut. In diesem Sinne. Danke Sinnen. Hella von Sinnen. Ja. danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen. Schönen Abend. Habt euch Sorge, bleibt gesund. Und buen camino. Tada. Tschüss, tschüss. Oh, wer ist denn da?